Die ewige Frage, welcher Dino nun am besten Holz farmt, geht heute in die zweite Runde, denn heute steht der Terrazino und das Mammut auf dem Prüfstand und die treten heute beide gegeneinander an. Wenn du also wissen willst, welcher Dino am besten Holz farmt, solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute geht's weiter mit dem Format Wer farmt besser? Wie gesagt, heute auf dem Prüfstand Terrazino und Mammut und wie beim letzten Mal geht es wieder in objektiven Kategorien weiter, die natürlich subjektiv beeinflussen sind durch meine Meinung, weil ich sie einfach auch ausgewählt habe. Wie beim letzten Mal habe ich mir einfach hier zwei Dinos reingespawnt. Ein Terrazino auf Level 150, der dann natürlich gezähmt wurde sozusagen und dann das Maximallevel von 225 hat und ebenso ein Mammut. Ich werde natürlich versuchen heute, Fehler, die ich beim letzten Mal gemacht habe, auszumerzen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lange drumherum, kommen wir direkt zur ersten Kategorie. Die Sattelverfügbarkeit. Bei dem Terrazino ist der Sattel ab dem Level 69 verfügbar. Beim Mammut bekommt ihr den Sattel ab Level 31, das heißt, der Punkt geht hier an dieser Stelle an das Mammut. Bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, hier nochmal der Hinweis, wer das erste Video nicht gesehen hat, einmal oben aufs i klicken, da kommt der erste Teil. Kommen wir also zur zweiten Kategorie und das ist die Zähmung an sich. Da haben wir beim Terrazino eine Zähmdauer von 2 Stunden und 13 Minuten. Außerdem benötigen wir 59 Pfeile mit der Armbrust, 39 Kibbel, aber das ist das beste Kibbel, was es im Spiel gibt und ganze 583 mal Narkose, das heißt, man muss da ordentlich Narkose reinbuddern und immer schön dabei stehen, damit man den Terrazino gezähmt bekommt. Er wacht nämlich auch mal schnell zwischendurch auf, ist eine fiese Nummer. Beim Mammut, wie gehabt, beträgt die Zähmzeit 1 Stunde und 36 Minuten. Wir brauchen 35 Pfeile mit der Armbrust, um es zu legen und 54 mal Kibbel. Dann denkt ihr vielleicht, naja, das ist jetzt mehr als beim Terrazino, aber es ist eine Stufe darunter unter dem Kibbel, was der Terrazino braucht. Und wir brauchen nur 12 Narkose, also auch der Punkt geht hier klar für mich an das Mammut. Die dritte Kategorie befasst sich wieder damit, ob wir eine Werkbank integriert haben im Sattel und wie wir sehen, haben wir das beim Terrazino nicht. Und nochmal die Gegenprüfung beim Mammut, da sieht das Ganze ähnlich aus. Auch nichts vorhanden, kein Punkt für niemanden. Beziehungsweise kein Punkt für beide, weil, ist egal. Kategorie Nummer 4 befasst sich mit dem automatischen Farmen und da schauen wir uns das Ganze einmal an hier beim Terrazino. Den stellen wir doch mal in die Nähe von den Bäumen auf und wir stellen einmal auf Wandern ein. Dann müsste er losziehen und theoretisch sollte er jetzt was tun. So, der erste hat sich gar nicht bewegt, als ich ihn auf Wandern gestellt habe. Wir wandern jetzt mal mit dem hier. Wenn er sich jetzt auch nicht bewegt, drehe ich wieder durch. So, jetzt läuft er mal los. Er wandert auf jeden Fall und was macht er jetzt? Er fängt auf jeden Fall an zu sammeln. So, er sammelt jetzt gerade Beeren. Die Frage ist, sammelt er auch Holz? Mal ganz aggressiv davor so einen Baum parken, hat er gerade umgehauen. Er haut den nächsten Baum um, alles klar. Der Terrazino wandert auf jeden Fall und farmt dabei. So, und der Vollständigkeit halber machen wir das auch nochmal eben bei dem Mammut, ist auf Wandern gestellt. Ja, und es bewegt sich zwar und es läuft hier zwar auf die Bäume zu, aber macht hier gar nichts. Deswegen geht hier für mich auf jeden Fall der Punkt natürlich klar an Terrazino, weil der kann eben automatisch farmen und das Mammut eben nicht. Kommen wir also zum Praxisteil und damit zu Kategorie 5 und das ist die Farmrate an sich, also wie viel Holz haben wir nach 10 Hits hier drin. Ich ziehe mal los mit dem Terrazino und noch einmal mit dem Mammut. So, beide Tiere haben einmal 10 Hits gemacht an Bäumen. Wir schauen einmal rein und vergleichen. Wir haben jetzt hier beim Terrazino 1014 Holz nach 10 Schlägen und beim Mammut haben wir 652 nach 10 Schlägen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der Terrazino besser abschneidet. Und eine wichtige Sache noch, die wir hier haben, ist folgendes. Wir können hier beim Terrazino auch Harvesting Levels einstellen bzw. verteilen. Einmal auf sanftes Ernten und einmal auf grobes Ernten. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste sanftes Ernten für Stroh sein und grobes Ernten für Holz. Das heißt, wir können die Farmrate also nochmal zusätzlich pushen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Der Punkt geht da für mich auf jeden Fall an den Terrazino, weil er eben mehr rausgefarmt hat, deutlich mehr. Ich glaube, der Unterschied war noch größer als zum Biber. Und ich gebe jetzt hier keinen halben Punkt oben drauf, auch wenn ich dazu neige, weil er eben diese Harvesting-Levels hat. Das wurde nämlich letztes Mal kritisiert. Kommen wir also zur nächsten Kategorie und das ist die Kategorie der Last. Wie viel können die Dinos tragen, bis sie überladen sind? Und das prüfen wir mal. So, beim Terrazino ist Sense, der bewegt sich kein Stück mehr. Oh, auch beim Mammut ist jetzt vorbei. Kommen wir also zum Vergleich. Beim Terrazino haben wir 1934. Das Ganze wiegt hier 483,5 und das sollte jetzt keine Überraschung sein. Beim Mammut haben wir 2500, wir haben jetzt 3700 Holz drin und es wiegt ungefähr die Hälfte von dem, was es beim Terrazino gewogen hat. Liegt daran, dass das Mammut einfach einen Buff darauf hat. Allerdings muss man hier auch ganz klar sagen, wir haben natürlich hier wieder viel Zeug dabei, was wir eigentlich nicht brauchen. Die einen finden das gut, dass da Bären bei sind, die anderen finden es schlecht. Mir ist es ehrlich gesagt egal, könnte man auch alles rausschmeißen, dann würde da sogar noch mehr reingehen beim Mammut. Und dafür haben wir eben beim Terrazino hier nur Stroh
Stroh und Holz. Aber da geht der Punkt dann ans Mammut, weil es geht hier um die Last und da hat das Mammut ganz klar die Nase vorn. Schauen wir uns also die nächste Kategorie an und das ist einmal die Geschwindigkeit bzw. das Tempo. Wir nehmen mal den vermeintlich schnelleren Dino und lassen uns mal folgen vom Mammut. Mal gucken, ob das Mammut hinterherkommt. Ja, und das ist diesmal sehr eindeutig anders als beim Biber und Mammut. Wir sind mit dem Terrazino deutlich schneller. Und Tempo kann ja eben wichtig sein, ne? Wie schnell bewegt man sich durch den Wald durch? Wie schnell ist man vielleicht von der Base in dem Wald, wo man fahren möchte? Dementsprechend geht da der Punkt klar an den Terrazino, war ziemlich eindeutig. Und vielleicht wollen wir ja gar nicht laufen mit den Dinos, sondern sie transportieren. Und das schauen wir uns jetzt in dieser Kategorie an. Wer kann denn den Dino eigentlich tragen? Wie immer fangen wir mit dem Petri an. Schauen wir nochmal beim Mammut, ob das funktioniert. Scheint nicht der Fall zu sein. Einmal beim Terrazino. Funktioniert auch nicht. Kommen wir dann einmal zum Agi. Einmal beim Mammut. Funktioniert nicht. Einmal beim Terrazino. Und auch das funktioniert nicht. Heißt für uns im Umkehrschluss also, dass der Quetz beide tragen müsste. Beim Mammut ist das definitiv der Fall, wie wir sehen können. Und beim Terrazino ebenfalls. Sehr schön. Ich würde da jetzt also keinen der beiden Dinos unbedingt einen Punkt geben, beziehungsweise einen Vorteil da sehen, weil es ist einfach der Quetz und der Quetz wird erst sehr spät freigeschaltet durch den Sattel. Allerdings, wenn auch hier wieder Kryo-Kapseln benutzt werden, die sind ab Level 51 verfügbar. Und eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, wenn wir jetzt den Terrazino auf Wandern stellen und mit dem Quetz hier durch die Gegend fliegen, müsste theoretisch die Taktik funktionieren, die man sonst mit dem Mammut im Multiplayer machen könnte. Denn so haut der Terrazino hier nochmal ein paar Bäume kaputt. Geht nicht ganz so schnell, so kann man aber vielleicht nochmal das Lastenproblem umgehen, weil er dann so mehr tragen müsste, kann man dann vielleicht zum Schluss von einer Farmtour machen. Wobei es wahrscheinlich noch effektiver ist, wenn man einfach den Terrier auf ein Floß packt und dann durch den Sumpf fährt, das ist das, was ich gehört habe. Dann einfach auf Wandern stellen, da durchfahren, ihr habt keine Gewichtsprobleme, kein gar nichts. Könnt das einfach in Kisten packen, das Holz, und das von dem Floß aus dann wegtransportieren zum Beispiel. Müsste auch funktionieren. Also geben wir an dieser Stelle für beide wieder keinen Punkt, weil da keiner irgendwie einen Vorteil hat. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Verteidigung. Da spawnen wir uns wieder schön 350er Dinos rein und schauen, wie sich die Tiere denn dagegen machen. Als allererstes holen wir uns hier einen Level 150er Raptor ran, der in den Felsen reingespawnt ist und nicht mehr da ist. Da haben wir ihn. Mal sehen, wie sich das Mammut schlägt. Aber so wie das aussieht, ist es gar kein Problem. Ein bisschen Ausdauer mitbringen und dann liegt auch der Raptor. Kommen wir also zum nächsten Dino und das ist einmal der Terrazino, ebenfalls auf Level 150. Das sieht doch relativ ähnlich aus. Bis jetzt hat uns der Terrazino noch kein einziges Mal getroffen. Gefahr haben wir hier also keine und wir müssen einfach nur genügend Ausdauer haben, um jetzt gegen den Terrazino zu kämpfen. Das ist nicht gefährlich, das ist allenfalls nervig, was wir hier gerade machen, wenn man denn so beim Farmen gestört wird. Oh, da schaltet sich jetzt noch ein zweiter Terrazino ein. Den habe ich nicht reingespawnt. Dementsprechend vom Level auch geringer. Level 20 ist also auch tot. Und da ist auch der Level 150er down. Also Terrazino auch keine Gefahr. Kommen wir also zum nächsten Freund. Und das ist der Rex. Auch ebenfalls auf Level 150. Mal gucken, wie es da aussieht. Der macht sich ein bisschen groß. Ja, der pumpt sich hier gerade ein bisschen auf. Muss mal zeigen, wer er ist. Aber im Prinzip, wenn wir uns da richtig hinstellen, halten wir den hier auf Distanz, da hat er gar keine Chance. Den hauen wir also so weit weg, dass er kommt hier gar nicht ran. Er beißt zwar, aber er beißt daneben. Hier, wieder daneben. Greift zu langsam an, fliegt zu weit weg, keine Chance. Auch das war's mit dem Rex. Dementsprechend, Mammut schafft es eigentlich gegen alle Gefahren, die es so gibt, im Wald anzukommen. Schauen wir uns also den Terrazino an und da machen wir dasselbe Spiel hier nochmal. Da gibt es zunächst erstmal den Raptor, der jetzt hier die Kadaver abfarmt. Aber wir gehen mal ran. Und das ist gar kein Problem. Der Raptor ist sogar schneller down als beim Mammut. Jetzt ist aber das ist krass. Das hat mich wirklich überrascht. Wir machen das einfach nochmal, um zu schauen, wie schnell das jetzt wirklich ging hier. Einfach nochmal raufgehen. Trifft uns zwar. Wir haben zwar nicht so einen großen Knockback, aber wir brauchen sehr viel weniger Zeit als mit dem Mammut. Das ist interessant. Denn wer hat schon Bock, da so lange rumzukämpfen? Kommen wir also zum Terrazino. Terrazino gegen Terrazino. Wie sieht's da aus? Kann es da für uns eng werden? Leichter Knockback ist drin, aber der Terrazino... Ah, das ist ein... Oh, da fliege ich runter. Das ist interessant. Das hatten wir letztes Mal beim Biber schon. Das ist uns da auch passiert, dass ich da runtergenockt worden bin. Wir haben also keinen Schutz vor Terrazinos selbst obendrauf. Natürlich wäre man jetzt obendrauf mit einer Rüstung und nicht so wie ich hier nackt. Aber dennoch. Also ein Terrazino ist krass. Wir schauen mal, was passiert. Wo ist denn jetzt der Terrazino? Wo ist der denn hin? Also hier liegt einer. Das ist der Level 150er. Der wurde also offensichtlich von unserem Terrazino platt gemacht. Jetzt ist nur die Frage, wo ist denn unser Terrazino hin? Okay, aus irgendeinem Grund ist er hier hinten am Stein. Müssen wir nicht verstehen. Aber ist so. So, da der andere Terrazino noch
verwundet ist, nehmen wir uns mal eben den frischen für den Fight mit dem Rex. Level 150er Rex gegen Level 225er Terezino. Da haben wir schon mal den Vorteil, weil der Rex erstmal seinen Brüller macht. Allerdings haben wir hier nicht so einen großen Knockback wie mit dem Mammut, also überhaupt gar keinen. Aber wir haben eben die Schnelligkeit auf unserer Seite. Und da sehen wir, dass der Rex doch relativ schnell sehr viel Schaden nimmt. Oh, der ist down. Der ist down und wir haben kaum Leben verloren. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, ich bin mit mir bei der Kategorie ein bisschen unsicher. Also das Mammut hat für mich hier definitiv einen Punkt verdient. Ja, es ist zwar langsamer im Angriff an sich, aber dafür sehr sicher und wir brauchen zwar ein bisschen länger dafür, aber ne, ist okay. Beim Terezino, wenn man gegen Terezino kämpft, mit dem Terezino fallen wir runter. Das ist nicht gut. Das muss man aber wissen, dann kann man vorzeitig abspringen und einfach mit der Armbrust zum Beispiel mit draufschießen und der Terezino hat das andere Ding ja komplett zerlegt. Möchte eigentlich keine 0,5 Punkte für den Terezino geben. Ich gebe jetzt hier einfach auch einen Punkt aufgrund der Tatsache, dass das Vieh auch einfach unglaublich schnell angreift und wenn man das weiß und das wisst ihr jetzt, dass man runterfliegen kann, dann springt ihr vorher einfach ab und klärt das anders. Beziehungsweise könnte man einfach 0,9 Punkte geben, aber das ist jetzt, ne? Es ist, wie es ist. Kommen wir also zum Endergebnis. Was heißt das jetzt eigentlich für euch und für uns? Insgesamt steht es zum Schluss 4 zu 4. Ihr könnt jetzt also wieder für euch entscheiden, welcher Dino ist für euch der bessere anhand dieser Kategorien, denn jeder hat ja andere Bedürfnisse und für jeden sind andere Sachen wichtig. Wie dem auch sei, das war's von mir. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das hilft dabei, dass das Video auch anderen Personen angezeigt wird und hilft mir somit, dass mein Kanal wachsen kann. Wir sehen uns Montag wieder ab 12 Uhr mit einem weiteren Video zu Ark. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin.